willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr wieder mit bei mir reinschaut. Wie ihr schon gesehen habt, am Titel geht es mit einem Klassiker weiter. Es gibt einen Eierlikörkuchen. Der Zitronenkuchen ist super gut bei euch angekommen. Ich dachte mir jetzt wirklich, ich mache jetzt mal ein paar Klassiker. Die trockenen Kuchen kommen mir auch zurzeit sehr gelegen, weil wir einfach nicht so viel essen, nicht so viel brauchen, dass sich's rentiert für eine große Torte. Und darum gibt es heute einen Eierlikörkuchen. Ich werde das Rezept allerdings halbieren und werde es in einer kleinen Kranzform backen, die 20 cm Durchmesser hat. Und ich lese euch mal kurz vor, was ich für meine kleine Form dafür brauche. Wenn ihr das in einer normalen Kranzform oder Kugelhubform backt oder Kastenform, dann verdoppelt ihr bitte das Rezept. Und zwar brauche ich 60 Gramm Mehl, 60 Gramm Speisestärke, 2 Teelöffel Backpulver, 3 Eier, 125 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, dann nehme ich wieder meine Vanillepaste, 125 Gramm Eierlikör und 175 Gramm neutrales Öl. Ich habe Sonnenblumenöl und das ist auch schon alles. Und der wird genauso lecker wie der Zitronenkuchen. Starten tun wir mit dem Backofen, den ich schon vorgeheizt habe, auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und als erstes pulverisieren wir unseren Zucker zu Puderzucker. Dafür schalten wir einfach auf Stufe 10, das hören wir dann, wenn der soweit ist. Beziehungsweise mache ich da immer so um die 10 Sekunden Stufe 10, nur dass ein bisschen pulverisiert ist. Hören tun wir es jetzt gar nicht unbedingt bei dem. Jawohl, klopfen wir ein bisschen runter. Dann geben wir unseren Rühraufsatz rein. Und jetzt kommen auch schon wirklich alle übrigen Zutaten dazu. Meine 3 Eier. Im Ganzen und am besten zimmerwarm. Ich habe allerdings meine Eier, muss ich dazu sagen, nie im Kühlschrank. Wenn ich Eier kaufen würde, sind sie auch nicht im Kühlschrank. Und bei uns ist es nie so warm, dass ich da Angst habe dafür. Wir verbrauchen die auch relativ zeitnah. Also meine Eier sind immer hinten in einer Schale drin. Ich habe sie nie im Kühlschrank. Da müsste es im Sommer wirklich schon mal sehr heiß sein, dass ich meine Eier im Kühlschrank gebe. Der Eierlikör, das Öl, die Vanillepaste, das Mehl, die Speisestärke und das Backpulver ist da auch schon. Das Ganze lassen wir jetzt eine Minute auf der Stufe 4 verschlagen. Ich werde nach einer halben Minute mal vom Rand lösen. Das wisst ihr ja, dass das alles schön weggeht und dann weiter einschalten. Also eine Minute Stufe 4. Die Minute ist um. Ich habe zwar reingeschaut nach einer halben Minute, aber der Teig ist so flüssig, da war bei mir jetzt gar nichts zu lösen da. Gibt es vom Deckel kurz ein bisschen runter, da ist aber auch nicht viel dran. Dann mache ich den Schmetterling kurz raus und gebe ihn in die Spüle. Und so sieht mein Teig jetzt aus. Und den geben wir jetzt auch gleich in die Springform, der ist recht flüssig. Recht flüssig, habe ich gesagt, habe ihn in die Springform und in den Backofen geschoben. Leider habe ich danach erst gesehen, dass die Speicherkarte wieder voll war. Also mein Kuchen ist jetzt im Backofen. Ich sage euch danach, wie lange er braucht, weil ich das jetzt in der kleinen Form nicht so genau weiß. Ich habe jetzt einmal eine halbe Stunde gestellt, sage euch aber danach genau, wie lange er drin war. Mein kleiner Eierlikörkuchen war jetzt 35 Minuten bei 180 Grad im Backofen. Ich habe ihn jetzt gerade hier rausgeholt.
Das kann man schön sehen, wenn der sich am Rand löst, dann ist er fertig. Ich habe die Stäbchenprobe gemacht, es bleibt nichts mehr dran kleben. Ich lasse den jetzt kurz hier auskühlen und dann stürze ich ihn aus der Form und zeige ihn euch nochmal. So schaut mein Eierlikörkuchen jetzt aus. Duftet herrlich. Ganz klasse, eine richtig schöne Größe finde ich auch. Also der passt richtig gut, dann wird er wenigstens gegessen und wird nicht alt. Der darf bei mir jetzt auskühlen und dann habe ich mir einen Zuckerguss mit Eierlikör verrührt und der kommt dann oben drüber. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und sag Servus und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal. Probiert's ihn aus. Die alten Sachen sind immer oder oft noch die besten. Pfiat euch, Servus.